Es ist ein Generationenduell, das im Rollstuhltennis an diesem Wochenende in Schwaz ausgetragen wird. Auf der einen Seite spielt ein aufstrebender 20-jähriger Wiener mit Tiroler Wurzeln, ihm gegenüber ein Tiroler Urgestein mit 55 Jahren. Beide sind in Österreich die Aushängeschilder in ihrer Sportart und zeigen bei den österreichischen Meisterschaften alle ihre Vorzüge. Martin Legner ist eine Legende im internationalen Rollstuhltennis. Der Tennisbesessene feierte weltweit die meisten Siege auf der Tour. Er war die Nummer 3 im Einzel und die Nummer 1 im Doppel. Mittlerweile ist Legner 55. Ans Aufhören denkt er trotzdem nicht. Ich habe jetzt noch keine andere Sportart gefunden, die was mir besser taugen hat, als ich Rollstuhltennis. Und ich meine, so schlecht bin ich auch noch nicht. Ich bin noch 34 in der Weltrangliste. Also ich gebe schon noch ein paar Rätsel auf. Nico Langmann ist erst 20 und er ist einer der jungen Wilden. Der Wiener, der nach einem Autounfall im Alter von 2 Jahren querschnittgelähmt ist, gehört zur neuen Generation im Rollstuhltennis. Für ihn ist sein Arbeitsgerät ein cooles Ding. Das heißt immer so, die Leute sind an einen Rollstuhl gefesselt. Das klingt irgendwie komisch, weil wenn jemand wirklich an einen Rollstuhl gefesselt ist, bitte ruft die Polizei. Niemand ist freiwillig an einen Rollstuhl gefesselt. Nein, es ist einfach ein Hilfsmittel. Und ohne den Rollstuhl wäre man ja wirklich behindert. Und wenn man ihn nicht hat, ist es, mit dem Rollstuhl ist es ja sehr angenehm. Also ein Rollstuhl ist ein cooles Ding. Ja. Das coole Ding und der coole Junge sind mittlerweile die Nummer 1 in Österreich. Nach 25 Jahren gibt es jetzt die Wachablöse. Der junge Wilde verdrängt den Evergreen von der Spitze. Trotzdem, die beiden verbindet mehr als nur das gemeinsame Spiel. Der Martin war eben, oder ist immer noch mein großes Vorbild. Wie ich begonnen habe, war er der Star, ist er jetzt noch immer, aber wirklich in der Weltspitze. Und ich habe damals eine Kappe von ihm signiert bekommen, wo drauf steht, alles Gute, Martin Legner. Und die ist jetzt bei jeder einzelnen Partie, die ich spiele, ist sie noch immer in meiner Tasche. Also, als kleiner Bub, oder? Ja, genau, ich war 10. Und jetzt, also in Rio war sie auch dabei, also die ist überall dabei. Ist das irgendwie so ein bisschen Vater-Sohn-Verhältnis, oder wie ist das? Ja, immer vom Alter her kommen wir jetzt da hin, aber wir kommen gut aus. Und wir waren jetzt in Portugal, wollten im Cup spielen. Und das war eigentlich toll und ist nett, eine gute Freundschaft. Zwei Generationen, zwei Freunde, eine gemeinsame Liebe. Rollstuhl-Dennis wird die beiden wohl noch länger gemeinsam in ihrem Leben begleiten.